Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Bärenfundort-Tutorial hier auf diesem Kanal. Wir reden gar nicht lange um den heißen Brei herum, sondern in diesem Video geht es um folgende drei Bären. Und zwar zum einen die Grindu-Bäre, das ist die Bäre, die sehr effektive Pflanzenattacken des Gegners abschwächt. Die Koako-Bäre. Das ist die Beere, die sehr effektive Feuerattacken des Gegners abschwächt. Und die Phöpas-Beere. Das ist die Beere, die sehr effektive Wasserattacken des Gegners abschwächt. Zu finden sind die Beeren ebenfalls in der Naturzone. Und zwar müssen wir hierzu zum Brückental. Dort angekommen, fahren wir erstmal ein bisschen geradeaus, bis wir auf der rechten Seite drei Bäume nebeneinander finden. Da, die hier. So. Du störst jetzt ein bisschen. Ich hoffe, du greifst mich an. Also, links. Ach du Scheiße. So, jetzt nochmal. Links befindet ihr die Grindobeere. In der Mitte die Koakobeere. Und ganz rechts die Phöpasbeere. Hoffen wir. Schaffen wir das direkt im ersten Anlauf? Wir schütteln. So, Labrusbeere ist nicht das, was wir möchten. Grindobeere, sehr gut, da haben wir das schon. So, hoffen wir, dass wir die Streak hier fortführen können. Nein. Quarkobeere, sehr gut, das läuft doch. Und schaffen wir alle drei auf den ersten Schlag, meine Damen und Herren. Schüttel. Qualobeere. Nein. Drei Qualobeeren. Auch nicht. Verdammt. So, neuer Versuch. Seetang, Zitrophöpasbeere. Da haben wir es doch. Okay, das reicht mir tatsächlich schon. La 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 la. Oh, nicht Pokémon. Beutel, Beeren nach Kategorie. So, Rindobeere, Würpersbeere, Quarkobeere. Gut, das soll es für diesen Teil gewesen sein. Wenn es euch weitergeholfen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum neuen Video wieder. Bis dann, haut da rein, kurft ein, bleibt gesund, ciao, Kakao.